von Gourara, Algerien, 2008 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen, ursprünglich 2005 proklamiert, das im Rahmen gemeinsamer Zeremonien aufgeführte. Ahelil ist ein poetisches und musikalisches Genre, das symbolisch für die zenette Bevölkerung von Gourara steht. Diese Region im Südwesten Algeriens umfasst rund 100 Oasen, in denen über 50.000 Einwohner berberischer, arabischer und sudanesischer Herkunft leben. Das Ahelil, das spezifisch für den berbersprachigen Teil von Gourara ist, wird regelmäßig bei religiösen Festen und Pilgerfahrten sowie bei weltlichen Feiern wie Hochzeiten und Gemeinschaftsveranstaltungen vorgetragen. Die Ahelil sind eng mit der Lebensweise der Zenette und ihrer Oasenlandwirtschaft verbunden. Sie symbolisieren den Zusammenhalt der Gemeinschaft, die in einer rauen Umgebung lebt, und vermitteln gleichzeitig die Werte und die Geschichte der Zenette-Bevölkerung in einer Sprache, die aktuell ist, Gefahr des Verschwindens. Dieses Genre wird gleichzeitig als Poesie, polyphoner Gesang, Musik und Tanz interpretiert und von einem Bengri-Spieler, Flöte, einem Sänger und einem Chor von bis zu 100 Personen aufgeführt. Sie stehen Schulter an Schulter im Kreis um den Sänger und bewegen sich langsam um ihn herum, während sie in die Hände klatschen. Eine Ahelil-Aufführung besteht aus einer Reihe von Gesängen in einer vom Instrumentalisten oder Sänger festgelegten Reihenfolge und folgt einem uralten Muster. Der erste Teil, das Lemsare, schließt alle ein und umfasst kurze, bekannte Gesänge, die bis spät in die Nacht gesungen werden. Der zweite, der Araut, betrifft nur erfahrene Künstler, die bis zum Morgengrauen weitermachen. Der Tra endet bei Tagesanbruch und umfasst nur die erfahrensten Künstler. Diese dreifache Struktur spiegelt sich auch in der Gesangsdarbietung wider, die mit einem Präludium des Instrumentalisten beginnt, darauf folgt, dass der Chor bestimmte Verse aufgreift und mit einem flüsternden Gesang endet, der sich langsam zu einem kraftvollen, harmonischen Ganzen aufbaut. Diese Tradition ist bedroht, da sie immer seltener aufgeführt wird. Dieser Rückgang hängt mit der Seltenheit traditioneller Feste zusammen. Die Abwanderung junger Menschen in die Städte und die vorherrschende Vorliebe, weit verbreitete Ahelil-Aufnahmen zu hören, anstatt aktiv an Live-Auftritten teilzunehmen. Konzepte Körper-Percussion, Tanz, Instrumentalmusik, moralische Werte, Oral-History, Schlaginstrumente, Poesie, polyphoner Gesang, religiöse Praxis, soziale Teilhabe, Vokalmusik, Hochzeit, Holzblasinstrumente. Nachhaltige Entwicklungsziele, nachhaltiges Entwicklungsziel 4. Hochwertige Bildung, nachhaltiges Entwicklungsziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Biome, Agrarökosysteme, Trockengebiete, Binnenfeuchtgebiete, Bereiche des Übereinkommens, Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum. Mündliche Überlieferungen und Ausdrucksformen. Lastende Künste, bedrohliche Faktoren, ältere praktizierende Landstadt, Migration, Al-Sira, Al-Hilaliya, Epos, Ägypten, dieses mündliche Gedicht. Auch als Hilali-Epos bekannt, erzählt die Sage des Beduinenstamms Bani Hilal und seiner Migration von der arabischen Halbinsel nach Nordafrika.
Dieser Stamm beherrschte mehr als ein Jahrhundert lang ein riesiges Gebiet in Zentral-Nordafrika, bevor er von marokkanischen Rivalen vernichtet wurde. Als eines der wichtigsten epischen Gedichte, die sich innerhalb der arabischen Volkstradition entwickelten, ist das Hilali das einzige Epos, das noch in seiner integralen musikalischen Form aufgeführt wird. Darüber hinaus ist es einst im gesamten Nahen Osten verbreitet und inzwischen überall außer in Ägypten verschwunden. Seit dem 14. Jahrhundert wird das Hilali-Epos von Dichtern aufgeführt, die die Verse singen, während sie ein Schlaginstrument oder eine zweiseitige Spießgeige, Rabab, spielen. Die Aufführungen finden bei Hochzeiten, Beschneidungszeremonien und privaten Zusammenkünften statt und können mehrere Tage dauern. In der Vergangenheit wurden die Praktizienten im Familienkreis ausgebildet und die Aufführung des Epos war ihre einzige Einnahmequelle. Diese Berufsdichter begannen ihre 10-jährige Ausbildung im Alter von 5 Jahren. Bis heute absolvieren die Schüler eine spezielle Ausbildung zur Entwicklung ihres Gedächtnisses und zur Beherrschung ihrer Instrumente. Heutzutage müssen sie auch lernen, improvisatorische Kommentare einzubauen, um die Handlung für das zeitgenössische Publikum relevanter zu machen. Die Zahl der Darsteller des Hilali-Epos nimmt aufgrund der Konkurrenz durch zeitgenössische Medien und der immer geringeren Zahl junger Menschen ab, die in der Lage sind, sich dem strengen Ausbildungsprozess zu unterziehen. Unter dem Druck der lukrativen ägyptischen Tourismusindustrie neigen Dichter dazu, das gesamte Hilali-Repertoire zugunsten kurzer Passagen aufzugeben, die im Rahmen von Folklore-Shows aufgeführt werden. Konzepte Ausbildung, Beschneidung, epische Poesie, Improvisation, Instrumentalmusik, auswendig lernen, mündliche Geschichte, mündliche Überlieferung, Schlaginstrumente, Geschichten erzählen, Streichinstrumente, Vokalmusik, Hochzeit, nachhaltige Entwicklungsziele, nachhaltiges Entwicklungsziel 4. Hochwertige Bildung, nachhaltiges Entwicklungsziel 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen BUMES 3 Bereiche der Konvention, mündliche Überlieferungen und Ausdrücke. Dastende Künste. Bedrohliche Faktoren, ältere Praktizierende, Massenmedien, rascher soziokultureller Wandel, Touristifizierung. Rindenstoffherstellung in Uganda. Uganda im Jahr 2008 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Herstellung von Rindenstoffen ist ein altes Handwerk des Volkes der Baganda, das im Königreich Buganda im Süden Ugandas lebt. Traditionell stellen Handwerker des Ngunj-Clans, angeführt von einem Kabogoza, dem erblichen Chefhandwerker, Rindenstoffe für die königliche Familie Baganda und den Rest der Gemeinschaft her. Bei der Zubereitung kommt eine der ältesten Kunstfertigkeiten der Menschheit zum Einsatz. Eine prähistorische Technik, vor der Erfindung des Webens existiert. Die innere Rinde des Mutuba-Baums, Ficus natalensis, wird während der Regenzeit geerntet und dann in einem langen und anstrengenden Prozess mit verschiedenen Arten von Holzhämmern geschlagen, um ihr eine weiche und feine Textur und eine gleichmäßige Terrakotta-Farbe zu verleihen. Handwerker arbeiten in einem offenen Schuppen, um die Rinde vor zu schnellem Austrocknen zu schützen. Bark Cloth wird von beiden Geschlechtern wie eine Toga getragen, Frauen legen jedoch eine Schärpe um die Taille.
welcher Rindenstoff Terrakottafarben ist. Wird der Rindenstoff von Königen und Häuptlingen weiß oder schwarz gefärbt und in einem anderen Stil getragen, um ihren Status zu unterstreichen? Der Stoff wird hauptsächlich bei Krönungs- und Heilungszeremonien, Beerdigungen und kulturellen Zusammenkünften getragen, wird aber auch für Vorhänge, Moskitonetze, Bettwäsche und Aufbewahrung verwendet. Die Herstellung von Rindentuch war mit Werkstätten in fast jedem Dorf im Königreich Buganda weit verbreitet. Mit der Einführung von Baumwollstoffen durch arabische Karawanenhändler im 19. Jahrhundert verlangsamte sich die Produktion und kam schließlich ganz zum Erliegen. Durch die Verwendung von Rindenstoffen auf kulturelle und spirituelle Zwecke beschränkt wurde. Dennoch wird Rindenstoff in der Baganda-Gemeinschaft immer noch als Zeichen spezifischer sozialer und kultureller Traditionen anerkannt. In den letzten Jahren wurde die Herstellung von Rindentuch im Königreich Buganda stark gefördert und gefördert. Konzepte, Kleidung, Kostüme, Beerdigungen, Kunsthandwerk, Innenarchitektur, Monarchie. Natürliche Farbstoffe, religiöse Praktiken, Rituale, sozialer Status, technische Fähigkeiten, traditionelle Medizin, traditionelle Werkzeuge. Holzbearbeitung, nachhaltige Entwicklungsziele, nachhaltiges Entwicklungsziel 5, Gleichstellung der Geschlechter. Nachhaltiges Entwicklungsziel 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Nachhaltiges Entwicklungsziel 12. Verantwortungsvoller Konsum und Produktion. Nachhaltiges Entwicklungsziel 15. Leben an Land BIOMES Wälder Grasland. Savannenbereiche des Übereinkommens Wissen und Praktiken rund um die Natur und das Universum. Traditionelle Handwerkskunst Shopi Timbila Mosambik im Jahr 2008 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Shopi-Gemeinschaften leben hauptsächlich im südlichen Teil der Provinz Inhambane im Süden Mosambiks und sind berühmt für ihre Orchestermusik. Ihre Orchester bestehen aus 5 bis 30 hölzernen Xylophonen, Timbila genannt, unterschiedlicher Größe und Tonhöhe. Die Timbila sind fein gefertigte und gestimmte Holzinstrumente, die aus dem hochresonanten Holz des langsam wachsenden Mwenye-Baums, Nieswurz, hergestellt werden. Unter jeder Holzlatte ist ein Resonator aus Kalebassen befestigt, dicht mit Bienenwachs versiegelt und mit dem Öl der Kuso-Frucht temperiert, was den Timbila ihren satten nasalen Klang und die charakteristischen Schwingungen verleiht. Die Orchester bestehen aus Timbila-Meistern und Lehrlingen aller Altersgruppen, wobei die Kinder neben ihren Großvätern spielen. Jedes Jahr werden mehrere neue Stücke komponiert und bei Hochzeiten und anderen Gemeinschaftsveranstaltungen aufgeführt. Die Rhythmen innerhalb jedes Themas sind komplex, sodass die linke Hand des Spielers oft einen anderen Rhythmus ausführt als die rechte Hand. Die Aufführungen dauern etwa eine Stunde und beinhalten Solo- und Orchesterthemen in unterschiedlichen Tempi. Eng verbunden mit der Musik sind bestimmte Timbila-Tänze, die von 2 bis 12 Tänzern vor dem Orchester aufgeführt werden. Zu jeder Timbila-Aufführung gehört das feierliche Mzinolied, das von Tänzern vorgetragen wird. Während die Musiker sanft und langsam spielen, diese Texte voller Humor und Sarkasmus spiegeln aktuelle gesellschaftliche Themen wider und dienen der Chronik gesellschaftlicher Ereignisse. Die meisten erfahrenen Timbila-Darsteller sind alt. Obwohl mehrere Timbila-Meister begonnen haben, junge Musiker auszubilden und auch Mädchen in ihre Orchester und Tanzgruppen aufzunehmen, verlieren junge Menschen zunehmend den Kontakt zu diesem kulturellen Erbe. Darüber hinaus hat die Abholzung der Wälder zu einer Verknappung des Holzes geführt, das zur Erzeugung der besonderen Klangfülle der Timbila-Instrumente benötigt wird.
מרחב התרבות של כיכר ג'ימה אל פני מרוק. Kulturraum am Jamaa El Fna Platz Marokko im Jahr 2008 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Der Platz Jamaa El Fna ist einer der wichtigsten Kulturräume in Marrakesch und hat sich seit seiner Gründung im 11. Jahrhundert zu einem der Wahrzeichen der Stadt entwickelt. Es stellt eine einzigartige Konzentration populärer marokkanischer Kulturtraditionen dar, die durch musikalische, religiöse und künstlerische Ausdrucksformen umgesetzt werden. Dieser dreieckige Platz am Eingang der Medina ist von Restaurants, Ständen und öffentlichen Gebäuden umgeben und bietet alltägliche kommerzielle Aktivitäten und verschiedene Formen der Unterhaltung. Es ist ein Treffpunkt sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für Menschen von anderswo. Den ganzen Tag über und bis tief in die Nacht werden verschiedene Dienstleistungen angeboten. Darunter Zahnpflege, traditionelle Medizin, Wahrsagerei, Predigten und Henna-Tätowierung. Es können Wasser, Obst und traditionelle Lebensmittel gekauft werden. Darüber hinaus kann man viele Auftritte von Geschichtenerzählern, Dichtern, Schlangenbeschwörern, Berbermusikern, Messaien, Gnawa-Tänzern und Senje-Spielern, Hajush, genießen. Die mündlichen Ausdrücke wurden von Barden, Imamjazen, die früher durch Berbergebiete reisten, ständig erneuert. Sie kombinieren weiterhin Sprache und Gesten, um das Publikum zu lehren, zu unterhalten und zu bezaubern. Sie passen ihre Kunst an zeitgenössische Kontexte an und improvisieren nun über einen Entwurf eines antiken Textes, um ihr Konzert einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Der Platz Jamaa El Fna ist ein wichtiger Ort des kulturellen Austauschs und steht seit 1922 als Teil des künstlerischen Erbes Marokkos unter Schutz. Die Urbanisierung, insbesondere Immobilienspekulation und der Ausbau der Straßeninfrastruktur, werden jedoch als ernsthafte Bedrohung für die Stadt angesehen. Kulturraum selbst. Während sich der Platz Jamaa El Fna großer Beliebtheit erfreut, kann es bei den kulturellen Praktiken zu einer Akkulturation kommen, die auch durch den weit verbreiteten Tourismus verursacht wird. Konzepte Bade, Kulturraum, Tanz, Unterhaltung, Essenszubereitung, Instrumentalmusik, Magie, Märkte, mündliche Überlieferung, das Ende, Kunst, Geschichten erzählen, Tätowierung, traditionelle Medizin, städtische Räume, nachhaltige Entwicklungsziele, nachhaltiges Entwicklungsziel 3. Gute Gesundheit und Wohlbefinden, nachhaltiges Entwicklungsziel 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Nachhaltiges Entwicklungsziel 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden. Nachhaltiges Entwicklungsziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Biome, Stadtgebieten, Bereiche des Übereinkommens, mündliche Überlieferungen und Ausdrucksformen, das Ende, Künste, gesellschaftliche Praktiken, rituale und festliche Veranstaltungen, traditionelle Handwerkskunst, bedrohliche Faktoren, rasanter soziokultureller Wandel, Touristifizierung, Stadtentwicklung, Kulturraum von Sosobala, Guinea im Jahr 2008 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen, das heilige Balafon-Instrument. Bekannt als Sosobala, gilt als Symbol der Freiheit und des Zusammenhalts der Mandange-Gemeinschaft, die über ein Gebiet verteilt ist, das einst zum Reich Mali gehörte. Das Balafon war ursprünglich im Besitz von König Soumaoro Kantei, der Anfang des 13. Jahrhunderts den Sosso-Thron bestieg und wurde von ihm gespielt. Über die Jahrhunderte hinweg hat das Balafon epische Gedichte übermittelt, vor allem das Soyata-Epos, das Hymnen zum Ruhm des Erbauers des Mali-Reiches enthält. Bei dem Instrument handelt es sich um eine Art Xylophon von etwa 1,5 Metern Länge, das aus 20 sorgfältig in unterschiedliche Längen geschnitten
geschnittenen Lamellen besteht und unter denen jeweils mehrere kahle Bassen befestigt sind. Schriftlichen und mündlichen Überlieferungen zufolge wurde das Balafon entweder vom König selbst hergestellt oder ihm von einem Djinni, Geist, geschenkt. Der ursprüngliche Sosso-Bala wird zusammen mit anderen heiligen und historischen Gegenständen in einer runden Lehmhütte im Dorf Nyagasola im Norden Guineas aufbewahrt, einem Gebiet, das von der Familie Döpala, den Kuyate Griots von Nyagasola, bewohnt wird. Der Balatigi, der Patriarch der Familie Döpala, ist der Hüter des Instruments. Er ist der Einzige, der bei wichtigen Anlässen, wie dem muslimischen Neujahrsfest und bei Beerdigungen, Sosso-Bala spielen darf. Es ist auch der Balatigi, der dafür verantwortlich ist, Kindern ab 7 Jahren das Balafon beizubringen. Der fortschreitende Rückgang der Schülerzahlen aufgrund der Landflucht gilt als eine der größten Bedrohungen für den Fortbestand dieser Musiktradition. Weitere Faktoren sind die Fragilität der Infrastruktur und die schwierigen Lebensbedingungen in Nyagasola. Allerdings haben sich Balatigi und andere Mitglieder der Döpala-Familie, die immer noch eine wichtige Position in der Mandange-Gesellschaft innehaben, dazu verpflichtet, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an zukünftige Praktika weiterzugeben. Konzepte, Handwerker, Kulturraum, epische Poesie, Festivals, Beerdigungen, Instrumentenbau, Instrumentalmusik, Legenden, Musikpädagogik, mündliche Geschichte, mündliche Überlieferung, Schlaginstrumente. Ritualgegenstände, Rituale, nachhaltige Entwicklungsziele 4. Hochwertige Bildung 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 12, verantwortungsvoller Konsum und Produktion 16, Frieden, Gerechtigkeit und S. Biomes, Drylands, Grasslands. Trockengebiete, Grasland. Savannenbereiche des Übereinkommens Dast Elende Künste, traditionelles Handwerk BEDR, OHENDE, Faktoren, unzureichende finanzielle Ressourcen, Landstadt, Migration, Kulturraum des Yaral und Degal Malider. Kulturraum des Yaral und des Degal umfasst die riesigen Weidegebiete des Poin im inneren Niger-Delta. Die Yaral- und Degal-Feierlichkeiten markieren die Überquerung des Flusses zur Zeit der Transhumanz. Zweimal im Jahr durchqueren Rinderherden das trockene Land der Sahelzone und die Überschwemmungsgebiete des inneren Flusses Niger. Die Feierlichkeiten finden immer an einem Samstag statt, einem glückverheißenden Tag im Volksglauben der Poln. Und ihr genaues Datum richtet sich nach dem Zustand der Weide und dem Flusspegel. Diese Feste führen zu vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen. Es werden Wettbewerbe für die am schönsten geschmückte Herde organisiert. Hirten rezitieren Hirtengedichte, in denen sie von ihren Abenteuern während der langen Monate des Wandernts erzählen. Junge Frauen ziehen ihre schönsten Kleider und Schmuckstücke an, um den Hirten mit Liedern zuzujubeln. Diese beiden Ereignisse, die auf die Besiedlung von Poitz in der Region um das 14. Jahrhundert zurückgehen, sind die Dreh- und Angelpunkte der Lebensweise dieser Menschen. Die Bewirtschaftung der Weideflächen, die Abgrenzung der Wanderrouten und das Sammeln der Herden an bestimmten Punkten haben die Organisation der Veranstaltung verbessert und zu einem größeren Andrang geführt, wodurch diese Hirtenfeste zu Großveranstaltungen geworden sind. Da sie Vertreter aller ethnischen Gruppen und Berufsgruppen im Delta zusammenbringen, Heuviehzüchter, Maka oder Nono-Reisbauern, Bambara-Hirsebauern und Boso-Fischer, erneuern und verstärken die Yaral und die Degal weiterhin ihre Bündnisse zwischen den Gemeinschaften sozialer Zusammenhalt. Die starke Bindung der Gemeinden in der Region an diese
gewährleistet deren Kontinuität, auch wenn sie durch die Landflucht der Jungtiere und wiederkehrende Dürren, die das Weideland und die Herden beeinträchtigen, geschwächt werden können. Konzepte, Wettbewerbe, Kostüme, Kulturraum, Tanzfestivals, Instrumentalmusik, interethnische Beziehungen, Schmuck, Nomaden, mündlicher Ausdruck, Poesie, soziale Integration, nachhaltige Entwicklungsziele 2. Kein Hunger 5. Gleichstellung der Geschlechter 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen BUMES, Trockengebiete, Grasland. Savannen, Binnenfeuchtgebiete, Bereiche der Konvention, Wissen und Praktiken in Bezug auf die Natur und das Universum, mündliche Überlieferungen und Ausdrücke, soziale Praktiken, rituale und festliche Ereignisse, bedrohliche Faktoren, Landstadt, Migration, Geburfe von Afunkaha. Die Musik der Querträger der Tekbene-Gemeinschaft Elfenbeinküste, das Geburfe, wird hauptsächlich im Dorf Afunkaha in der Gemeinde Tekbene aufgeführt. Der Begriff Geburfe wird sowohl für die Querhörner als auch für die Aufführung als Ganzes verwendet, die Musik, Gesang und Tanz umfasst. Die Geburfe-Hörner bestehen aus Wurzeln, die mit Rindsleder bedeckt sind. Sechs dieser Hörner werden zusammen verwendet und haben eine Länge von 50 bis 70 cm. Sie geben eine Reihe von Lauten ab, die die Wörter der Tekbene-Sprache reproduzieren. Diese Worte werden dann von Frauenchören übersetzt. Die Musik der Hörner und der Gesang werden von Trommlern begleitet, die den Takt schlagen und dem Geburfe seine Struktur verleihen. Das Geburfe wird bei Ritualen und traditionellen Zeremonien gespielt und die übermittelten Botschaften variieren je nach den Umständen. Liebe, Satire, Trauer, moralische oder erzieherische Botschaften. Die Geburfe spielten eine wichtige Rolle, indem sie den Trägern der Tradition Respekt entgegenbrachten und den Gemeinschaften ein Identitätsgefühl vermittelten. Die verschiedenen Geburfe-Darsteller absolvieren eine Ausbildung. Während das Know-how meist vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, können auch junge Talente an den Schulungen teilnehmen. Die Praxis des Geburfe existiert in verschiedenen Regionen der Elfenbeinküste aufgrund von Krieg, Landflucht und Industrialisierung nicht mehr. Obwohl es in einigen Gemeinden wieder eingeführt wurde, besteht heute die Gefahr, dass es verschwindet. Die Jugend ist sich dieser Tradition immer weniger bewusst. Dies führt zu einem erheblichen Rückgang der Zahl der Menschen, die über das Wissen über die Rituale und die Fähigkeiten zur Herstellung der Instrumente verfügen und gleichzeitig zu einem ähnlichen Rückgang der Zahl derjenigen, die diese Tradition beherrschen, Kunst und Techniken des Tanzes, Lieder und Musik. Konzepte, Ausbildung, Chorgesang, Tanz, Emotionen, Instrumentenbau, Instrumentalmusik, Leder, Lebenszyklus, mündliche Überlieferung, Schlaginstrumente, Rituale, Vokalmusik, Blasinstrumente, Holzbearbeitung. Nachhaltige Entwicklungsziele, hochwertige Bildung, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Biome, Grasland. Savannengebiete der Konvention, mündliche Überlieferungen und Ausdrucksformen, darstellende Künste, traditionelles Handwerk, BEDROHENDE, Faktoren, Konflikte, Land, Stadt, Migration, Stadtentwicklung. Gule Wamkulu, Malawi, Mosambik und Sambia. Gule Wamkulu war ein Geheimkult, bei dem es sich um einen rituellen Tanz handelte, der unter den Kindern in Malawi, Sambia und Mosambik praktiziert wurde. Es wurde von Mitgliedern der Nuo-Bruderschaft durchgeführt, einem Geheimbund eingeweihter Männer. Innerhalb der traditionellen matrilinearen Gesellschaft der Chewa, in der verheiratete Männer eine eher untergeordnete Rolle spielten, boten die Nuo ein Mittel, um ein Gegengewicht und eine Solidarität zwischen Männern verschiedener Dörfer zu schaffen. Nuo-Mitglieder sind immer noch für die Einführung junger Männer in das Erwachsenenalter und für die Aufführung des Gule Wamkulu am Ende des Initiativs.
Integration der jungen Männer in die Gesellschaft der Erwachsenen gefeiert wird. Bule Vankulu wird in der Saison nach der Ernte im Juli aufgeführt, kann aber auch bei Hochzeiten, Beerdigungen und der Amtseinführung oder dem Tod eines Häuptlings gesehen werden. Zu diesen Anlässen tragen die Nyo-Tänzer Kostüme und Masken aus Holz und Stroh, die verschiedenste Charaktere darstellen, wie wilde Tiere, Totengeister, Sklavenhändler, aber auch neuere Figuren wie die Honda oder den Hubschrauber. Jede dieser Figuren spielt eine bestimmte, oft böse Figur, die eine Form von Fehlverhalten zum Ausdruck bringt und dem Publikum moralische und soziale Werte vermittelt. Diese Figuren führen Tänze mit außergewöhnlicher Energie auf und unterhalten und erschrecken das Publikum als Vertreter der Welt der Geister und Toten. Bule Vankulu geht auf das große Chewa-Reich des 17. Jahrhunderts zurück. Trotz der Bemühungen christlicher Missionare, diese Praxis zu verbieten, gelang es ihr, unter der britischen Kolonialherrschaft zu überleben, indem sie einige Aspekte des Christentums übernahmen. Infolgedessen neigen Chewa-Männer dazu, sowohl einer christlichen Kirche als auch einer Nyo-Gesellschaft anzugehören. Allerdings verlieren die Aufführungen von Bule Vankulu nach und nach ihre ursprüngliche Funktion und Bedeutung, indem sie auf Unterhaltung für Touristen und politische Zwecke reduziert werden. Konzepte, Clans, Kostüme, Brüderlichkeit, Beerdigung, Initiationsriten, Instrumentalmusik, Masken, Matriarchat, moralische Werte, Schlaginstrumente, religiöser Synkretismus, ritueller Tanz, Sklaverei, soziale Werte. Verehrung der Toten, Hochzeit, nachhaltige Entwicklungsziele, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, reduzierte Ungleichheiten, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele BIOMES, Agrarökosysteme, Grasland, Savannenbereiche der Konvention Das, ellende Künste, soziale Praktiken, Rituale und festliche Ereignisse, bedrohliche Faktoren, Intoleranz, Theatrifizierung, IFA-Wahrsagungssystem, Nigeria im Jahr 2008 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Aufgenommen das IFA-Wahrsagungssystem, das sich einer umfangreichen Sammlung von Texten und mathematischen Formeln bedient, wird in Yoruba-Gemeinschaften und in der afrikanischen Diaspora in Amerika und der Karibik praktiziert. Das Wort Ifa bezieht sich auf die mystische Figur Ifa oder Orunmila, die von den Yoruba als Gottheit der Weisheit und intellektuellen Entwicklung angesehen wird. Im Gegensatz zu anderen Formen der Wahrsagerei in der Region, die sich der spirituellen Vermittlung bedienen, beruht die Ifa-Wahrsagerei nicht darauf, dass eine Person orakelnde Kräfte besitzt, sondern vielmehr auf einem System von Zeichen, die von einem Wahrsager, dem Ifa-Priester oder Babalawo, wörtlich des Priesters, interpretiert werden, Vater. Das IFA-Wahrsagungssystem wird immer dann angewendet, wenn eine wichtige individuelle oder kollektive Entscheidung getroffen werden muss. Der literarische Korpus des IFA, ODU genannt, besteht aus 256 Teilen, die in Verse namens Ese unterteilt sind, deren genaue Anzahl unbekannt ist, da sie ständig zunimmt. Es gibt etwa 800 Ese pro ODU. Jedes der 256 ODU hat seine spezifische Weissagungssignatur, die vom Babalawo anhand heiliger Palmnüsse und einer Weissagungskette bestimmt wird. Die Ese gelten als der wichtigste Teil der Ifa-Wahrsagung und werden von den Priestern in poetischer Sprache gesungen. Die Texte spiegeln die Geschichte, Sprache, Glaubensvorstellungen, Cosmovision und aktuelle soziale Themen der Yoruba wieder. Das Wissen über Ifa wurde innerhalb der Yoruba-Gemeinschaften bewahrt und unter Ifa-Priestern weitergegeben. Unter dem Einfluss der Kolonialherrschaft und des religiösen Drucks wurden traditionelle Überzeugungen und Praktiken diskriminiert. Die zumeist recht alten Ifa-Priester verfügen nur über bescheidene Mittel,
um die Tradition aufrechtzuerhalten, ihr komplexes Wissen weiterzugeben und zukünftige Praktizierende auszubilden. Infolgedessen verlieren die Jugend und das Yoruba-Volk das Interesse daran, Ifa-Wahrsagerei zu praktizieren und zu konsultieren. Was mit einer wachsenden Intoleranz gegenüber traditionellen Wahrsagungssystemen im Allgemeinen einhergeht. Konzepte Klerus-Wahrsagerei, Literatur, Mathematik, mündliche Geschichte, mündliche Überlieferung, Schlaginstrumente, Poesie, religiöser Glaube, religiöse Praxis, rituelle Gegenstände, Zeichen, soziale Werte. Verehrung der toten Vokalmusik, Ziele für nachhaltige Entwicklung, hochwertige Bildung, Frieden. Gerechtigkeit und starke Institutionen, BIOMES, Agrarökosysteme, Grasland, Savannenbereiche der Konvention, Sozialpraktiken. Rituale und festliche Veranstaltungen, traditionelle Handwerkskunst, bedrohliche Faktoren, ältere Praktizierende, Intoleranz. Kankuran, Mending, Initiationsritus, Gambia und Senegal. Der Kankuran ist ein Initiationsritus, der in den Mending-Provinzen Senegals und Gambias praktiziert wird und hauptsächlich der Kassamance sowie in der Stadt Mbour entspricht. Der Überlieferung nach liegt der Ursprung des Kankuran im Komo, einem Geheimbund von Jägern, dessen Organisation und esoterische Praktiken zur Entstehung des Mending beitrugen. Die zentrale Figur im Kankuran ist ein Eingeweihter, der eine Maske aus der Rinde und den roten Fasern des Farabaums trägt und in Blätter gekleidet ist, wobei sein Körper mit Pflanzenfarben bemalt ist. Er wird mit Beschneidungszeremonien und Initiationsriten in Verbindung gebracht. Sein Erscheinen ist durch mehrere rituelle Phasen gekennzeichnet, die Ernennung des Eingeweihten, der die Maske tragen wird, und seine Investitur durch die Ältesten, sein Rückzug in den Wald mit den Eingeweihten, die Mahnwachen und Prozessionen durch den Weiler der neuen Eingeweihten. Das gesamte Ritual findet in der Regel zwischen August und September statt. Der Kankuran zieht immer umher, umgeben von ehemaligen Eingeweihten und den Dorfbewohnern, die respektvoll seinem Verhalten und seinen Gesten folgen und Tänze und Lieder aufführen. Seine Darbietungen werden durch einen Staccato-Tanz unterbrochen, während er zwei Macheten schwingt und durchdringende Schreie ausstößt. Seine mit Stöcken und hohen Palmenblättern bewaffneten Anhänger prägten mit ihren Chören und Tom-Toms den Rhythmus. Der Kankuran ist der Garant für Ordnung und Gerechtigkeit sowie der Exorzist böser Geister. Als solcher sorgt er für die Weitergabe und Vermittlung einer komplexen Sammlung von Know-how und Praktiken, die die kulturelle Identität von Mending untermauern. Ein Ritual, das sich auf andere Gemeinschaften und Gruppen der Region ausgeweitet hat. Es bietet jungen beschnittenen Jungen die Gelegenheit, die Verhaltensregeln für die Ordnung ihrer Gemeinschaft, die Geheimnisse der Pflanzen und ihre medizinischen Werte sowie Jagdtechniken zu erlernen. Ihre traditionelle Praxis ist aufgrund der raschen Urbanisierung der meisten Regionen Senegals und Gambias